Guten Morgen, willkommen auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf Bunkertour. Mal schauen, was wir heute so alles Schönes finden. UV-Kalk. Seht ihr, hier Kalkstein. Hier war noch ein Eingang, der ist versprengt. Ja? Und hier machen wir es rein. Ich brauche wahrscheinlich Wattstiefel. Na, guck mal auf. Langsam. Beiden Gang hoch. Warum haben die hier vorne das Loch aufgebickert? Eigentlich Quatsch, oder? Hä? Geil. Hä? Okay. Hier, guck mal, erstmal hier hinter. Also ich geh hier rum, ich kann hier rum. Brauche ich auch nicht jetzt. Verstehe ich nicht. Deswegen zeige ich das. Oh, okay. Geht hier rum, Da scheint es noch Eingang zu geben hier hin. Mhm. Oh. Guck mal, die haben das Holz mit Beton ummantelt. Ne? Das ist Lenken. Ja, bewährten Beton. Das ist auch was Neues hier, das sieht man auch nicht oft. Das sind ja richtig gehalten. Nee. Und das ist alles Kalk. Wahrscheinlich noch ein Eingang. Gucken wir mal. Boah, sag, wie groß ist denn die Anlage? Nee, hier war irgendwie Kompressoren oder was? Ne? Ach, guck, hier war noch ein Eingang. Ne? Guck mal, richtig gemauert, ne? Riesig. Ah. Das kriegst du mir gerade aufs Handy. Ne, das ist schon verrückt. Was ist hier? Schau die Rohre hier, das Abkreis. Das war eine Lüftungsanlage hier, die Belüftung. Das ist die Lüftungsanlage hier. Das ist echt krank. Sind wir da vorne durchgelaufen? Nee. Jetzt sind wir praktisch hier hinter der Mauer. Pass auf, denke ich. Na, ehrlich. Ich filme. Keinen. Hm. Du machst mal. Ich lasse mir hinten weitergehen. Ja, mach mal so. Und hier war auch Produktionsstätte von V2-Teilen oder Triebwerken. Dasselbe wie in Leesten. Danke, Olli, für den Spot. Ich hatte zwar hier schon was, aber hier hinten ist dann, kannst du noch mal gucken. Vielleicht kann man auch noch einen Punkt setzen. Ne? Oh ja, Grube. Ja. Das ist bestimmt das zum Eibrechen, ne? Wenn es reingefahren sei, das Ei gebrochen sei. Okay, hier. Ja. Das
Hm. Und das ist auch rausgebrochen hier. Und hier sieht es auch aus wie ein Gang noch, zugemauert. Noch einer. Ne? Noch ein Gang hier. Durchs Rohr kennt man, ja, aber schwierig durchbeißen. Ja, das war noch ein. Hä? Ja. Oh, ist das matschig. Zum Glück habe ich Zeug aufgezogen. Stiefel, es sind notwendig. Ja. Nichts für Turnschuhbefahrer. Hm. Guck, hier hast du noch eine Fallgrube. Hm. Noch ein paar Löcher. Ach, guck mal, der Tunnel da hinten sieht auch geil aus. Das ist riesengroß, ne? Muss man schon ein bisschen orientieren hier. Das ist riesig, hm. Hab ich ja gesagt. Hm. Kein Spaß. Aber hier bei den Schülern runter. Ja, hier hoch, genau. Ich stelle erstmal hier hinten immer rechts bleiben. Da hier mal reingucken, wir machen jetzt wirklich alles. Heute haben wir ja nicht so viel gelaufen. Ja. Hier scheint auch vielleicht nach außen zu gehen oder Wand. Ja, das ist ganz anders mit Gestein. Mhm. Geil. Das ist schon krank, was die gebaut wie haben. Wie, ne? In Klappstorf. Aha. Ja. Guck, die Stützen haben sie praktisch mit Holz gemacht und noch einmal mit Bewährung und Beton noch, dass sie praktisch länger halten. Das ist auch was ganz Neues. Ist schon krank hier. So, die Deckenhöhe, 5 Meter locker, Stoltrich eingebaut. Was doch, die Sandsteine immer mal durchs Rohr reingekrochen haben, das war halt ohne. Da waren mir die letzten mit drin und ich habe leider, das Video ist leider futsch gegangen. Ich habe nur Bilder, hm, schade. Guck, hier hinten. Das mit Sand ist zu, ja, aber haben sie das Rohr verplombt mit Beton. Weil das wieder in der scheiß Lost Place Karte drin war, idiotisch. Da waren Millionen Leute dort und dann haben sie es zugemacht. Hier, guck, da war auch noch hier ein Gang. Und hier, das Holz, ne? Wie das vermodert ist. Ach, hier ist nichts mehr. Guck, hier ist mal das alte Zeichen. Oh, hä? Ja, aber ich meine, hier ist nichts mehr. Hier ist zu. Hm. Guck, hier oben sind noch die alten Isolatoren dran, der alte Draht. Hier ist noch Stacheldraht, guck mal. Hm. Das macht die. Hm. Guck mal, hier ist alles. Und die beiden Verschlüsselungen am Start. Ich will nicht mehr wissen, was hier drin war, weil hier überall das rumliegt. Ach, das sind schon ausmaßig, hä? Ja. Lieben Leute, schaut mal. Wie gesagt, wir halten uns erstmal immer rechts. So machen wir es. Rein und rechts, alles recht. Ja. Geradeaus und dann das Rechte. Riechst das Holz? Mhm. Ne? Alte Kisten. Ja.
Ja, die haben sie. Wasser. Wassergewinnung. Auch Schienen sind immer hin. Hier ist auch noch ein Raum. Guck mal. Das waren überall die Produktionsstätten. Hier sieht man den alten Stacheldraht noch. Sehr gut erhalten. Ne? Also wirklich. Hier alte Flaschen. Ne, die muss nicht so alt sein, aber hier das alte Zeug, alles, guck mal. Ist alles hier. Aber hier gibt es auch mein Stein. Aber richtig geiles Klima ist hier. Hier gibt es auch immer. Das Holz gibt es ja noch, hier haben sie wieder Wasser drin. Hier alte Kanne. Und hier können wir mal einleuchten, was hier ist. Hier ist auch ein Raum, da sind matschiger, ist ein wenig tiefer. Wir machen es hier weiter. Ja. Nein, wir müssen aber raus, zu ist immer in die Richtung. Ja. Eigentlich brauchen wir bloß dann den Kabel nachlaufen, wenn wir nochmal rauskommen. Weil das geht Richtung Ausgang, da haben sie Wasser genutzt. Und dann immer links halten. Guck mal hier, ist irgendwas eingestürzt. Guck, Wassereinbruch, dann kommt es runter. Puh. Guck, hier ist auch verschüttet. Ja. Schade. Oder gesprengt. Das war es mal halt. Ah ne. Oder hier war Ausgang. Guck, hier ist eine Tür. Ja, bestimmt, ne? Hier. Alles zu. Na, hier geht es nochmal weiter. Ja. Müssen wir wieder ganz vor. Ja. Also mit normalen Schuhen? Nix. Das. Nein, mit meinen Wanderschuhen geht es schon, wenn es nass ist. Bitte knick's nicht um. Nein. Hier erstmal neu gucken. Man kann ja hier hinten machen. Guck, alte Lampen von früher. Geil, ne? Guck hier, die ganze Wand, das kommt alles runter. Ja. Hier ist schöne Lampe hier oben. Ja. Hier so kriegst du auf. Patscha, patscha. Das ist die Feste. Alles matscha. Ach, das ist hier der Raum. Okay, den haben wir auch abgehakt. Soll ja ein bisschen Technik hinstehen. Bin gespannt, wo. Guck hier. Ein schöner Raum. Ja. Genau. Ach, guck da oben, es kommt schon alles runter, ja, auf die Höhe. Na, irgendwann bricht es immer mehr und mehr ein. Ne? Guck hier, E-Eingang, haben die vorne noch geschrieben. Na, guck mal, ist auch Kammer. Das waren vielleicht die Produktionshallen hier. Da können wir noch, guck hier, noch alte Relikte. Ja, aber hier, guck, alle Lampen. Das ganze Holz, ey. Und dann ist da oben auch drinnen. Da steht ja jemand Bilder von früher. Das wäre mir interessant, ja. Ja, irgendwie Exit, ne? Wir müssen uns merken, wir müssen dann hier an die Dinger vorbei und hinten rum wieder rum, wenn es hier nicht weitergeht. Wir hätten halt den Hauptgang reinlaufen sollen. Hier riecht es wie Ölfässer oder was? Machen wir hier hin? Ja. Hm?
Hm, kann sein. Nee, Krankenstation. Hier. Hm. Nee, glaube ich. Glaube ich, ne? Wo machen wir erstmal hier? Ja, wie? Ist es aber nicht. Nee, aber gut, der Kalk hier immer. Oh ja. Das ist Kalk oder irgendwas anderes. Irgendwas anderes, was denn, was es ist. Ob es so gesund ist. Hier sind auch noch. Also, was man schon langsam nimmer, ne? Ja, ich denke, das waren alles so große Dinge, das ist alles. Ja, dann müssen wir erstmal hier vor gucken. Hier ist wieder Maschendraht. Na, hier ist wieder. Hier ist frei. Ja. 705 waren wir schon. Meinst du, hier waren wir schon? Gucken wir mal. Hm? Ach, hier waren wir. Hier, glaube ich, waren wir schon mal. Mhm. Hier ist die Wand. Ja, hier haben wir rausgeguckt. Wir sind dann oben noch. Also müssen wir praktisch dann raus zu dort. Exit E dort. Mhm. Hm. Hier ist es mal mit den wenigen Pfeilen nicht verkehrt. Da haben wir wenigstens ein bisschen Orientierung. Weil aber machen die hier einen Pfeil da und dann dort. Ach, die sind rein und dann machen sie raus dort. Hm. Ja. Hier ist aber ein Pfeil, hier kommst du auch wieder vor, also müssen wir hier hinter. Die kleine Lampe hat viel hochgestreut. Ja, guck hier. Aber die Lampe ist schon geil, ne? Die leuchtet gut aus. Ja, schon. Das sind alles so die Räume hier wahrscheinlich. Ja, Produktionsstätten. Ah, hier waren wir schon, ne? Bei den Stacheldraht. Hier sind wir rum. Ja. Ich glaube, hier geht's wieder raus. Ja. Guck mal, das Deutsche reicht sogar drauf. Guck mal her. Ah ja, deutsche Schrift drauf. Hier. So eine Granate. Das ist keine Granate. Na ja. Mach mal ein Foto davon. Dann bei Lenz nach Young, dann weiß man, was es ist. Geil. Alter, Turbogen ist echt geil. So, voneinander machen wir durch. Was ist denn hier noch? Das für Ding. Das ist bestimmt wie ein Schornstein. Ne? Hm. Kommt man da rein? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ach so. Ist zu. Aber das war bestimmt vielleicht eine Bewetterung oder was, ne? Geil. Ja, ist wirklich geil. Aber das ging bestimmt bis oben raus. Ja, ist das hier hinten nochmal? Ja. Halt mal. Ich könnte aber hier hinten noch einen Aufzug gucken, mal sehen, was da noch ist. Ja, genau. Wenn ein Aufzug zu ist, noch zu auf. Ab und zu. Guck mal, wie es hier eingebaut ist.
Hier ist aber Laub, der Schlot geht bestimmt bis nach. Stimmt, das ist bestimmt der S oder irgendwer. Weil hier liegt Laub hin. Also die Kamera ist eigentlich zu. Müssen wir zurück. Liegt Laub hin? Ja, guck dort. Ja. Oh, Batman ins Auto. Hier kommst du nicht rum, oder was, hier hinten? Nee, hier kommen wir rum, aber... Das ist schwierig. Na gut, geht schon. Ah, muss das sein? Gehen wir da hoch? Ach nee, geht ja. Und das war bestimmt eine Bewetterung. Und dahinter war da die Luft. Und dann hat es nach oben... Schorre, ey. Hast du ein Bild gemacht vom Schornstein? Geht eigentlich nicht, da kannst du normal nachhaken. Ja, da waren wir ja schon. Nee, ja, wir kommen ja von hier. Toilettechnik, sehr interessant. Das Holz haben sie mit Ziegeldraht ummantelt und haben eine Art Betonspritzzeug rein, wie es hier oben sieht man es. Und es sollte das Holz davon abhalten, dass es vermorscht. Aber jetzt in ein paar 50 Jahren ist das halt auch schon ziemlich mitgenommen. Da ist ein Loch in der Wand. Das ist ein wenig hoch für uns gerade. Ne? Ja. Genau. Das sind wie Becken hier. Guck, das sind schon tief, ne? Mit Treppe, geil, ne? Was war denn das mal? Kann ja sein, dass das hier der Prüfstand war. Hier hin, dass die hier hinten mir die Dinger hantiert haben, mit der Triebeige, ich weiß es nicht. Da muss man sich erstmal damit befassen. Also ihr lieben Zuschauer, ich weiß nicht 100%, was hier gemacht wurde in den Becken. Hier ist auch noch eins. Ja, das sieht nicht gesund aus. Keine Ahnung, was hier unten, warum hier Leute hinten waren, eine Leiter hinten steht. Was man hier unten will, keine Ahnung. Ja. Ne? Was sagst du? Nö, nee, das ist irgendwie. Ah, das ist ein auch geiles Bild hier. So. Nee. Schauen wir mal. Ah, hier waren wir schon, Robin. Weil hier ist die Kompressorstation. Hier waren wir schon, hier ist die Kompressorstation. Da sind wir vorne durch. Also kommen wir von hier, ne? Ja, und sind hier rein. Hier bei den Luftdingern, genau. Einwandfrei. Also hier ist dann der Ausgang, ne? Hier, wo es so belaufen ist, guck. Machen wir mal hier hin. Ja, das ist Karmsdorf in Weiß. Also entweder
Wir können hier ein Dach machen. Ja, hier bei den Becken waren wir auch schon. Nee, waren wir noch nicht. Ja, hoffentlich hält's. Ist auch ganz schön tief. Hm. So, was sind das? 5 Meter? Locker, wenn du unten drin liegst. Ja. Schreibt's mal bitte in die Kommentare, was das hier war oder was ihr denkt. Diese Becken. Ich habe keine Ahnung. Hier mal hinter. Aber ja, wie gesagt, ich weiß zwar viel vom Bergbau, aber alles auch nicht. Das war ja alles hier vom Zweiten Weltkrieg. Ja, ja, ne, das wird hängen bleibt. Der Eisendrich hier oben, das Ackgras. Hängt hier oben drin. Ja. Krasse Treppe hier runter. Ey, die haben schon was hingezimmert, ne? Das ist schon irre. Ah, hier ist die Plane. Aha, da machen wir mal durch. Mhm. Ja. Ah, hier guck. Und so mit Planen zugehängt. Ja. Hier ist gleich ein ganz anderes Klima, ne? Es riecht mir muffig hier hin. Ist ja schwarz hier, ne? Was wir wieder gemacht haben hier hin. Ja. Ich bin ein bisschen erkältet, tut mir leid, wenn ich mir ab und zu mal so komisch klinge. Hier geht es voll schräg hoch. So, ist ein übelster Trichter reingebrochen hier oben. So, das sieht krass aus, guck mal. Hier. Das sieht echt krass aus, weil ein Haufen hier reingebrochen. Ja. Alles von oben runter. Und sowas passiert, wenn das Gestein sehr weich ist. Aber das ist ein bisschen Teil? So, wenn du dort drunter stehst. Ja? Nee, da brauchst du ja nichts bezahlen. Guck hier, war. Hier sieht es aus, wie wenn das Neuzeit genutzt wird. Hm. Ach, das fährt nochmal. Aber es wäre geil, wenn es fahren würde. Die Wagen hier. Ja, das ist alles Neuzeit hier. Da haben sie irgendwas genutzt. Irgendwas gemacht. Hier müssen wir mal rein. Aber vielleicht ja mal hinten rumlaufen. Ich denke, das ist einfacher. Wir haben hier eine Sprühe. Luft. Kabel bis oben. Also wurde es ja nochmal nachgenutzt. Aber cool, ne? Der ist da auch. Und da ist ein Schlauch. Oder ein Schlauch. Und halt. Was? Der schwarze Fußball. Keine Ahnung. Alles so Kalke. Ja. Das sind schon Räume, ne? Aber das ist Nachnutzung hier, Robin, Nachnutzung. Mhm. Ja, das ist ja Quatsch, wenn du sowas nicht nutzt, so gut. Ja. Das ist ja nicht das Nachnutzung, wenn du das Wasser nutzt. Wie denn Wasser sein? Da vorher. Ne, Wasser? Es scheint tief zu sein hier. Mhm. Komisches Zeug, ne, der Ruß. Wie Ruß, ha? Hat es dir nicht gefallen, oder was? Hm, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es wahrscheinlich auch nicht so ganz 100% gesund. Aber ich denke, der Körper schmeißt Reis, das ist Körper. Hm. Hier sind Asbestplatten. Oh, stinkt. Und hier geht es wegen Berg aufwärts, ne? Guck mal hier, wie es aussieht. Verrückt, ne?
Ja, vielleicht haben sie alle die Folie irgendwo angezündet oder irgendwo. Guck da oben, was an der Decke. Hier oben ist der höchste Punkt, da ist oben nachgeschlagen. Siehst du das? Ja. Dann machen wir live. Was ist das? Ja, das ist schon irre. Ihr lieben Zuschauer, in einer Woche haben wir Extremtour gemacht. An die 60 Kilometer sind wir gelatscht. Guckt, das ist alles Neuzeit hier. Ah, hier die Autos. Ach hier, Auto haben sie. Na, was sind das für Idioten, hä? So. Oh, cool, dass das hier hinstellt. Ja. Deswegen hat es das gewusst, guck. Ja. Oh, eine Busfahrt gewusst, hast du das hier nicht gewusst, krass. Aber warum zündet man denn so ein Auto hier hinstellt? Warte das mal. Also. BMW. BMW, ne? Ja. Das sind, die haben nur Scheiße im Kopf. Nur Scheiße. Deswegen haben die ganzen Leute zugelassen. Ja. Aber es kann einem durchaus sein, dass es dann. Da war ja die Luft ja wochenlang schlecht. Ja, das ist ja. Sehen wir, die sind nur der Fuß, also überall. Aber was ist das für die Verteidigung, die in die Gänge? Ja. Na, aber auch dumm. Hier ist er noch. Ja, das wäre geil, wenn da immer noch so dasteht. Hier ist der Kette. Flaschenzug. Boah, massiv. Ja. Das ist aber alles leid Neuzeit hier, ne? Haben sie als Lager benutzt. Ja, schön, BMW. Das ist auch geil, wenn dann. Alles verkohlt. Ich glaube, auf seine Fotos war das sogar noch alles erhalten. Hier Mischmaschine. Also, guck, das ist wie eine Werkstatt, geil. Hier, guck, Grubenhelme, wenn du einen Helm brauchst. Okay. Ja. Mitten dort. Dann kriegst du schlecht weg. Abfragen. Aber? Da geht noch. Da geht noch. Und eine Mückenleucht. Mückenleucht, eine große. Die Schuhe und der Helm ist geil. Ja. Wenn du willst, passt. Ein Ruß. Krass. Ja. Die stehen da drin. Ja, die kennen aber nicht mehr. Guck, komm hier hin, zieh halt. Ja. Ja, da haben welche nachgenutzt, guck. Wie eine Art Werkstatt. Das ist geil, ne? Das ist cool, ne? Da haben wir wieder Kran. Da kannst du den Motor rausheben. Aber die müssen doch dann irgendwie reingekommen sein. Ja, durch den Eingang. Und du musst ja irgendwie alles reinhängen. Ja. Aber voll cool, ne? Ja. Ja. Plastik, ja. Wochenlang werden wir nichts sehen wahrscheinlich. Ja. Und hier, Rampe. Das ist ja wieder völlig geil hier, ne? Aber das Verrust ist halt schade. Ja, das ist halt aber anders wieder. Oder? Ja. Oder? Aber dass das eine Auto so gerust hat, das gibt's doch gar nicht, ne? Gibt's das, dass das hier so sieht? Aber was wir noch alles angezündet haben. Sau ist es krank.
Hm? Das ist heftig hier, das ist wieder völlig interessant wieder. Ah. Nur wie Werkstatt, ne? Guck mal. Komm. Legen Sie da mal. St. Gallen. Pferde. Ja, das ist hier Schweiz. St. Gallen, guck mal. Hm. Na ja, Dollen brauchen wir. Mal Dollen. Hier muss gucken. 79. 26. April 79. Hier war eine Hitze, ist alles verzogen. Guck mal hier, wie Heizer. Das sind Eurokill, ich denke, das sind Eurokill 80, das sind Mückenvernichter. Hm? Das ist krass, hier mit dem mystische Atmosphäre. Noch krasser wäre, wenn hier noch keine Sprungwärme. Ja. Das wäre geil, ja. Hier geht's los. Ja, du hast doch die Augen drin. Plastik? Die Plasterschädchen, ja? Guck mal hier hinten. Hm. Kisten. Geil, aber schöne Kisten. Nee, das war Sondermüll, ne? Guck, und hier war bestimmt wie ein Kühlhaus. Hier hast du noch ein Kühlhaus. Guck, hier hast du eine Waage. Vielleicht war noch ein Fleisch irgendwas hier hin. Das kann sein. Ne? Die noch? Weiß ich nicht. 20 Kilo hat sie. Ah, oh, geht. 119 und 94 habe ich. Und 20 hat sie schon angezeigt. Okay. Warte. Und die kannst du auch eichen irgendwie. Auf 0. Oh, 20 zeigst du auch? Nein, kannst du auch zurücksetzen irgendwie. Nee, geht nicht ganz. Hm. Hey, die ganzen Kisten. Guck dir das an. Ja. Das war ein Kühlhaus hier. Und was ist das hier? Hier ist Pappe, Pappen. Champignons. Champignons. Ja. Guck hier, Champignons. Der Wittrig. Die ganzen Pappen. Und das war. Die Kisten haben die gezüchtet. Ach, die haben vielleicht hier hinten welche gezüchtet. Illegal, ja. Nein, nicht illegal, richtig. Champignon-Zuchtanlage. Cool. Deswegen an die ganzen Kisten. Ha. Also hier war eine Champignon-Zuchtanlage, haben wir rausgefunden. Ne? Hier war das Kühlhaus. Ja. Gucken wir hier nochmal hin. Ne? Ja, sehr interessant. Also war das praktisch eine Champignon-Zuchtanlage. Hier war ein Container. Sehr verrußt hier, ist krank. Du siehst ja, hier, weil das der höchste Punkt ist hier, weißt du? Mhm, aber da hat sich auf jeden Fall wegen angebrannt, der ist also. Aber gesund ist. Gesund ist das nicht, Robin, hier. Hier, Blecheimer oder irgendwas. Hier, Plastikschächen. Genau, guck, da waren die großen, waren dann die kleinen, wo Champignon drin waren. Ach, hier. Du musst ja die ganzen Kisten. Hm. Alter. Ja, aber es wisst. Hä? Was willst du denn damit? Eine von Euro verkaufen. Ne, das ist mal reich, ne? Hier ist ein Eimer, guck. Sogar mit Plastikdeckel noch. Eingepackt. Hm. Guck dir das an, also wenn du hier einer von Euro verkaufst, dann machst du die Kistenstände. Hm. Muss halt sauber machen, die kannst du abblasen, ne? Ja, schon abblasen. Geil. Die dich verkaufen. Was ist denn das hier? Und wenn du 50 Cent für eine verlangst. Was ist denn das hier?
Kaffeeautomat. Und das ist eine Herdplatte. Gas. Große. 50 Cent für so eine Kiste? Was willst du für Geld lagern? Na, Obst kannst du ja lagern drin. Oh, hör auf. Hier kommen wir schon her. Hier müssen wir lang. Also ist das eigentlich das Ende, ne? Der höchste Punkt hier. Guck mal, wie das verrußt ist. Leute. Hier ist irgendwelcher Draht. Ja, aber hier ist sehr stabil. Hier gibt es auch keine Einbrüche, ne? Hier ist noch ein Wagen. Hier, das Ding hier, ne? Das ist ein Streugutbehälter. 1100 Liter, das wäre geil. Da kannst du Wasser reinfüllen und kannst du aufs Auto hinten aufmachen. Dann kannst du fahren. Hier, 1100 Liter. Top. Das Zeug ist alles weg. Ja. Das ist wie ein Mülllager. Guck mal, hier ist Kalk. Brandkalk. Krass, du weißt nicht, was ich jetzt für Ast fotografieren sollst. Nee, irre. Guck, hier sind Warmwasserspeicher dran. Ja, da war hier eine Champignonzucht. Hier war das Abwasser wahrscheinlich. Deswegen alles hier halt. Ja. Hier waren die Wasserhähne. Das war eine richtige Fabrik. Das war richtig. Wasserhähne. Und hier die Klos. Ja. Hier kommen wir. Ja, wir machen es hier runter. Ach so, ey. Aber wenn ihr das hier anzündet, das Auto, da kommen wir rechtzeitig raus, um dort was zu sehen dann. Bei mir, da wird gleich nicht versucht, um die Gänge nicht zu sehen. Keine Ahnung. Das ist ja kein Licht mehr. Nee, also. Das ist krank, das ist. Naja, das. Aber nur das Auto hat nicht sein können. Nee, da haben sie mehr gemacht. Hier kommen wir von der Richtung. Guck da nochmal rein, genau. Aber es ist halt ein Schade, ne? Also. Muss man mal alles zerstören und anzünden. Vor allem, hat ja hinten den ganzen kompletten Sauerstoff aufgebraucht, das ist ja kollabiert. Das gibt ja dann eine Implosion, weißt du? Wenn der Sauerstoff weg ist. Das, nee, aber das Problem ist, es gibt dann eine Implosion. Das bedeutet, wenn du in den Raum, wo Feuer ist und die Feuerwehr kommt, und mach die Tür auf, dann gibt es einen Rumser. Ja. Guck. Hier hinten waren wir noch nicht. Nee, hab. Ja, ne? Hier das Ding hinterher, wir machen aber mal hier hinter. Ach, da haben die praktisch hier abgehängt und hab den Teil genutzt nur. Deswegen ja. Guck mal, hier hast einen richtig geilen Kompressor, guck mal. Den hast du mit dem Traktor angetrieben, guck. Eine Zapfwelle drauf. Ich weiß nicht, was ist das, ein Kompressor oder? Das ist ein Kompressor, hier ist eine Turbine hin, guck mal. Na oder so Befeuchter, guck mal, hier. Da ist hinten ein Gebläse dran. Aber Wasser drin. Befeuchter. Das ist interessant, ey. Und hier sind die Schläuche weggebrannt, Ami. Das war eine Hitze ohne Ende. Was glaubst du, was da für Hitze? Guck dir, seine Kamera an. Hat er den Schläuchen in der Brücke reingebracht? Guck hier, Zapfhorn. Messi. Das ist ja alles hin und nicht, ey. Ja, das ist die Haupttrasse hier, wie es aussieht. Da kommen wir dann wieder zurück. Hier, das könnte vielleicht die Stelle sein, wo sie es dann praktisch gezüchtet haben. Ja. Und was ist hier mit der ganzen. Das halt verschlüpft wird. Hier ist auch besser nur Luft, guck. Ja, das waren die Dinger, die Gestelle. Hm.
Das ist der verrückte. Ja. Na, das ist noch der alte Bereich hier. Das ist der alte Bereich, gell? Da, ja. Da ist einer zu verrußt hier, eklig. Ja. Hast du hier noch was? Ja. Na, das sind die Kennungen, die Sorte halt. Ja, die Sorte, wo es halt die Dinger abgestellt worden sei. Verschiedenes. Hier sind auch noch Riesenbecken, guck mal. Hier. Da haben sie Müll reingehauen. Ja, ganzen Folien reingehauen. Vielleicht haben sie also Mülldeponier gezogen. Okay, hast du richtig geilen Flaschenzug. Das ist ein geiler Flaschenzug, ja. Und haben sie aber auch irgendwie aufgehängt. Guck da oben. Das ist ja als Fotomotiv, weißt du? Wie? Haben sie den aufgehängt. Guck, hier sind noch Autos. Hier sind Autos. Hä? Ja, das haben sie irgendwie hochgezogen. Wie Fotomotiv. Guck, hier hast du noch Autos hin. Guck hier, die alte Hütte. Mega, ne? Was ist denn? Hier muss man übersteigen. Zack. Hier hast du auch noch ein Auto. Aha. Geil. Aber das sind nicht. Hm. Ich auch nicht gehabt, du. Das ist zu drehen. Ist das geil? Machen wir hier weiter noch. Altes Verbauholz. Damals, was da alles noch für Firmen hin waren. Ne? Hier, das ist, wie gesagt, irgendwie in die Richtung geht's raus, Robin. In die Richtung geht's irgendwie raus. Der Kollege ist erreicht. Ja, das hat er wegen viel Schwung gehabt. Ist kaputt, ja, jetzt ist das Ding zerbrochen. Gut. Hat es einen Rumser gegeben, hat es ihn zerlegt. Das Scheib kaputt. Ne? Weil ich mit Helm gegen die Scheibe. Scheiße, ey. Das ist auch so irgendein alter Zitrinenbus oder irgendwas. Ja. Ja, mach mal. Oder ich ein Video, wie ich einsteige. Komm her. Alles Transport. Hier, halte mal hier so drauf. So. Ja. So halten und die Lampe so ein bisschen. Mhm. So. Ist von hinten einsteigen. Ich steige mal ein. Geil. Einfach die Hälfte dem Transporter fehlt. Ist das geil. Kleh auf, ihr Buben. Kleh auf. Jetzt bin ich aber ganz schnell reingefahren, hat es einen Rumser gegeben, hat das Ding zerlegt. Ne? Gott verdammt mich noch einmal. Und mich mit dem Kopf gegen die Scheibe gehauen. Es ist so ein Rotz, verflucht noch einmal. Jetzt ist es nein zu und raus zu auch zu. Scheiße, ne? Jetzt muss man laufen. So ein Mist. Geile Karre. Also es ist völlig interessant hier, was man hier so sieht und entdeckt. Das ist so ein völliger ordentlicher Spielplatz hier. Aber dass der halbe Transporter hinten weghängt immer. Hä? Gut. Hier ist auch noch mal was. Was liegt denn hier noch? Das andere. Das ist auch ein Auto. Ach, das ist ja... Guck mal an. Können wir denn die Kammer hier rein? Nun, eins haben sie halt auch gezählt, ne? Guck, das Dach neu getroffen und... ist halt... Ne. Vielleicht haben sie als letzter Jahr gezündet, Styropor. Irgendwas, das hat gerußt wie Sage. Das ist ein Schott drum, dass sie das so kaputt machen. Und guck, und der Subkran hat vielleicht 50 Bilder mit Autos drin. Das ist alles von hier. Das ist doch. Am Ende war er nicht so irgendwo. Ja. Und hat hier ein geiles Ding. Aber schön, dass es uns gefallen hat. Na, wir hätten ja nicht mehr hier gefahren. Ich meine, ich habe Punkte hier gehabt, aber ganz andere Stelle. Das ist völlig interessant. Ja. Also wieder ein großes Ding, ne? Mhm. Schlafen wir mal hier vor. Schon. Ja, ihr Lieben, also was hier abgeht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind große Hallen, riesengroß. Hier war eine Champignonzucht hin am Ende. Und haben irgendwelche Idioten
Auto angezündet oder Styropor, alles verrußt. Hier ist irgendwie alles zu. Ja. Heftig, die Berge, was wir hier haben. Na, hier ist auch extrem. Hm. Guck. Ein X. Hier dran. Was hier? Ja, hier ist auch zu. Gut, dann haben wir schon mal was abgehakt. Und jetzt kann man hier rüber zu mal gucken, in die Richtung. Ja. Ja. Wassergraben. Kommst du da drüber? Hier ist ein Wasserbad. Ach, das ist von da oben. Und hier ist auch ganz schön tief. Guck mal, Robin. Oh, das ist ja. Oh, Vorsicht. Also das scheint ein wenig ganz schön tief zu sein. Mhm. Oder? Cool, das ist ein cooles Bild. Ja. Ein See. Ja. Und da geht ein See. Ja. Bach zu überwinden. So. Geht schon, Robin. Hier nervt. Zack. Nö, es geht. Ich habe auch eben meine sexy Wattstiefel an. Ja. Geht schon, ne? Hm. So. Machen wir hier lang. Von da oben waren wir ja schon überall. Wenn wir hier nur noch zu mal gucken. Ne, jetzt haben wir uns langsam ein wenig orientiert. Aber am Anfang musst du schon erstmal reingucken. Ah, das ist schon riesenkomplex. Hier ist aber irgendwas nach oben gewesen. Mhm. Weil hier ist zu, drüben ist zu. Ja. Hier ist noch altes Holz drin. Alter Verbau. Da lagern bestimmt noch überall Schätze. Ne? Weißt du nicht? Weißt du nicht, ne? Ne, da sind in der Mauer noch irgendwas zugeschüttet. Weißt du nicht? Hm. Ja. Ach, guck, hier ist unser. Guck, hier ist zum Beispiel wieder alles versprengt. Du weißt nicht, was sie hier gemacht haben, Robin. Nee. Ne? Guck, hier ist ein X. War wohl ein X. Da geht aber Schlauch auch hinter. Hier ist irgendwie ein schönes Geplätscher. Ne? Aber da wirst du nicht lang kommen. Ja, das war wahrscheinlich anlang. Hm, hier ist irgendwo Entwässerung, das ist bestimmt auch nochmal interessant. Guck, die hatten sogar Wasser hier hinten, ne? Also, besser geht's nicht. Gehen wir mal hier vorne raus. Und hier vielleicht. Das ist schon so interessant, als dass wir eigentlich durch müssen. Ne, wir kommen aber auch von der anderen Seite nach, wenn wir hier durchgehen, pass auf. Könnte sein, ja. Aber das siehst du wieder. Ja. Guck, hier. Haben wir zum Beispiel über die Richtung gefunden, weil hier ist der Schlauch an der Decke. Ne? Guck. So. Mhm. Ja, kann. Da oben waren wir schon. Das ist die Hauptstrecke hier. Guck, Eisenbahnschiene. Oh, ein paar Riesenschienen. Da kommen wir bestimmt vorne an der Betonmauer raus. Das könnte sein. Da gucken wir mal. Und dann können wir nochmal zurücklaufen und ein wenig abfahren. Mhm. Ja, hier ist der Zug reingefahren. Aber wie groß, da guck mal. Die freie Schiene. Ja, hier ist der komplette Zugstrecke reingefahren. Haben die dann ganze Züge hier versteckt? Züge versteckt und beladen mit in V2-Zeug und dann wieder rausgefahren. Was sie genau gemacht haben auf V2, weiß ich nicht. Nee. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier vorne die Mauer ist. Krass. Schau euch das an. Können wir uns auch was vorstellen, aber hier muss man auch mal so. Hm. Man muss sich erst bewegen hier. Orientieren. So, einfach halten. Ja, das ist locker. 5 Meter hoch hier. Das weiß ich nicht, hä? Weißt du das? Hm. Nee, 5 Meter? Ja. Oh ja. Das ist 6. 5 oder 6 Meter. Guck mal, 2 ist ein Tier. 2, ja, 5 Meter. Guck, hier hast du wie. Hier kannst du nochmal aufsteigen auf den Zug. Hm, wir laufen mal auf. Das ist auch schöne Perspekt. Das ist ja irre, was die in der Kost. Guck, da vorne ist das Loch. Hatte ich recht? Ja. Geil. Das
Das wird zeigen. Ja. Genau. Hier ist der Ausgang dann. Ach, ist das interessant, aber das möchte ich auch nicht. Hier ist noch ein kleinerer Pool, guck. Da ist ein 100 Liter, dann gehen wir gleich durchs Loch durch. Jetzt sagen wir, gucken wir hier nochmal hier rechts. Ja, jetzt gucken wir hier noch rein. Also so groß ist die Anlage gar nicht, aber. Ja, guck mal. Gucken wir hier nochmal rein. Klar. Ich setze ja auch nochmal hin noch drüber und abbauen. Aber das ist zum Beispiel so eine Anlage, die gucke ich mal einmal an und dann muss ich nochmal her. Ja, bestimmt. Aber die ist halt schon geil. Schön. Mysteriös. Aber es gibt halt wirklich Anlagen oder Steuern, wo man halt gerne noch einmal hier geht, ne? Wo es halt immer wieder schön ist. Und würde immer wieder was Neues entdecken. Genau. Hier kannst du aber auch mal was Neues entdecken. Ja, du weißt jetzt auch nicht so richtig, was wir noch alle für Gänge hier entdecken. Genau, das ist auch schon. Wenn wir unterwegs schon alles entdeckt haben, ist auch schon krass. Hier haben sie abgesperrt. Ja, da sind schon tiefe Dümpel dabei. Guck mal, wie geil. Hier. Ja. Das sieht ja richtig geil aus. Ja. Oh, wie geil, das ist so. Da wird man nochmal baden gehen. Aber hier hinten weißt du nicht, was für eklig ist. Voll eklig. Schon geil, oder? Hm. So. Hier nochmal, seht ihr nochmal schön, ne? Ja. Sehr. Hier. Solche Masken sind ja wirklich von Vorteil. Hier sind auch noch Pläne. Hier hat sie noch ein Becken. Das ist so verzweigt. Ach nee, da steige ich nicht drüber. Da steige ich nicht drüber. Das ist eine riesen Mauer, 3 Meter hoch. Das sind die Wasserflöhe, wenn die da reinkommen. Puh. Genau. Und wie wenn wir es zum Goldschatz noch entdecken würden, ne? Das ist einfach zu spät. Ja. Aber kennst du schon, was versteckt gewesen sei? Ja, was du nie was an den Mauern alles immer rumgeistert. Stimmt, dass es einfach aufgeschlicht haben und gut. Bevor die das. Die Alliierten kommen sehen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Was versteckt habe. Und weil er keine Frau gemacht hat nach dem Tisch. Weil er irgendwas geeignet hat. Das stimmt. Und du kannst halt alles aufräumen, die Ecken. Wenn du die Ecken aufbauen können, aber auch nutzen den Kalk oben nicht. Nicht ja, die haben wir mal gesagt. Meines Wissens noch bestimmt noch irgendwas draus machen. Dass die sogar zu Kriegszeiten Material hatten, wo sie den Fels imitieren konnten und aber wie Beton war. Praktisch, die konnten wir es vermauern, sodass man es verschleiern konnte, dass da immer was war. Das war aber gar nichts. Du brauchst es bloß vermeiern und bloß Kalk, mit Kalk drüber streichen, siehst du nichts mehr. Ja. Ja. Könnte durchaus sein, dass hier auch noch was lagert. Das Stromkabel hier. Ich hab' nichts für dich.
So, und da hinten scheint es nicht weiter zu gehen. Ja, das ist schon eine Ringerei. Wo sind wir also wieder? Ja. Aber hier kommst du schon raus, da habe ich ja bedenken. Ja, das schaffen wir schon. Aber natürlich erst gehen wir schon. Aber du sollst trotzdem genug Akku mitnehmen und Licht hier. Ja, das ist immer. Guck, hier ist ein Wein. Gut, dann ist jetzt halt besser, ne? Dann möchte ich selbst durchkrabbeln hier oben. So, ich komme auch runter. Aber man kann sich nicht mehr deuten, wo. Ich habe irgendwo rausgebrochen. Aber hier ist fast das Karus groß, ne? Ja, die riesen Gänge, das muss ja irgendwann einmal öffnen. Das gibt's doch nicht. Wie groß. Ja, man braucht schon, ne? Kann man es aushängen? Nee. Scheint ich bin schwer zu sein, das Zeug. Aber runter kannst du drücken. So. Man muss es ja nicht schwerer machen wie. Aber das scheint wirklich Kupfer zu sein, das ist schwer. Warum ist das nicht weg? Weiß ich nicht. Vielleicht noch nicht zwei, ne? Dann weiß man nicht. Wasser und Strom? Nee, ist Alu. Ja, aber steht da hier, guck, Wasser. Hm. Und Strom? Ja, ist aber Alu. Sollen wir jetzt hier rein oder wo kommen wir lang? Wo geht das Kabel hin? Hinauf zur Station. Von hier kommen wir nicht, ne? Das ist ja hier ist auch, guck, kommt von draußen auch was rein. Hier ist Sackos. Hier ist gut, dann haben wir schon wieder was abgehakt. Wenn ist oben gut, dann haben wir komplett abgehakt. Dann suchen wir jetzt alles da und sein wieder auf Kurs. Am Anfang mussten wir uns schon ein bisschen orientieren, aber jetzt geht's schon. Ja, ne? Ist immer so, in jedem. Aber man muss trotzdem zu wenig gucken. Schon. Sure. Es ist gut, dass es nicht gesagt hat, dann hört man, ne? Ja. Trotzdem von wegen gefließt hat. Mhm. Also wenn die Lampe ausfällt, kommst du mal raus. Nein. Du musst warten, bis neue kommen. Du kannst bloß hoffen, dass schnell wieder welche kommen. Und das hier da finden in der Ecke, wo du bist. Ja, das stimmt, die müssen ja genau durch die kommen, wo du. Chance ist gering. Hm. Licht ist dein Leben. Ja, ja. Überall. In jeder Kugel. Ja. Hier hinten waren wir? Ja, hier sind wir gekommen. Aber die Orientierung wird immer besser, ne? Mhm. Wenn du ein paar Gruben machst. Dann wird es immer besser. Und alle über Steine laufen, ist immer besser. Hm. Aber wenn man sich hier einen Knöchel bricht, das ist nicht lustig. Hm. Genau, hier kommen wir her. Hier ist das Wasserbecken. So, da kannst du genug Wasser ziehen. Das, auch, das kannst du vielleicht auch, wenn es hier nicht so verseucht wäre, für zu Hause nutzen. Ne? Aber das ist. Ach, hier geht es glaube ich lang. Ah, also es geht ja hier. Hier hinten rüber. Hm. Und hier war die vermauerte Mauer, guck. Die Plane haben wir auch nicht aufgemacht. Nee, da geht es weiter. Und dann hinten so. Hm, hier. Ja, Leute, gestern sind wir 27 Kilometer gelatscht. Heute sind es nicht ganz so viel. Ja, könnte aber auch sein. 10, 12 werden es heute vielleicht. Ah, guck. Ja, jetzt sind wir an der Mauer, hier wo der Ausgang ist. Rechts. Mhm. Habe ich recht?
Ja. Mhm. Guck, da habe ich vor dem Wasser gesehen, ich dachte, damit brauchen wir Stiefel. Das wird umgezogen. Aber wir können ja dann trotzdem hier raus machen, ne? Wir machen es noch. Ja, machen wir. Ja. Wir könnten eigentlich jetzt, das ist eigentlich alles, wir haben jetzt eigentlich alles gesehen. Guck, hier ist noch ein Fass hin. Oh, da hängen deine Stiefel. Hier, das ist noch ein schönes Motiv. Ja. Ja. Vorne in den Kuchen dran kannst du dann kippen mit der Schnur. Zwei Däne, hm. Guck, hast du hier einen Stapler, siehst du es? Ach ja, hast du eingehängt? Und dann kannst du die kippen, kannst du mit der Schnur. Und dann musst du mit dem Stapler bremsen oder was? Ne, wir können mit der Kette ziehen und dann kippt die. Ach so. Cool, das können wir dann mal. Ah. Schön hier, ja, schönes Motiv. Gucken wir hier nochmal auf, ne? Hier haben sie auch zugehängt. Das war praktisch der Bereich, was zugehängt war. Das war alles. Ich müsste mal was trinken, warte mal. Oder? Luft. Guck, hier hast du Gebläse. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich mit Luft irgendwas, eine Steuerung. Hier waren wir vorhin bei der Tasse. Hier hast du Gebläse. Ne? Hier. Hier war auch zugebaut, da haben die halt Luft angesaugt. Und dann in den Kanal mit Luft befeuchtet, guck. Hier hüben haben sie Wasser, siehst du das, Wasser? Das wurde dann auch mit reingeblasen und dann haben die praktisch die Luftfeuchtigkeit. Ja. So was haben wir Male bei Male gebaut, so diesen Dinger. Okay. Haben die gebaut. So groß? Schiffskühler und alles. Ja. Lokomotiven für solche Kühler, ja. Und was ist das für ein Material? Ist das Kupfer? Alu. Alles ja, aber alles Kupfer. Schiff zum Beispiel ist alles ja. Kupfer. Hm. Vielleicht steht sogar irgendwo ein Siebenschiff. Weil viele Bauer hätten die Kühler. So eine Größe? Ja, und so die großen Dinger baut fast niemand. Okay. Also Frankreich gut, Aber so. Ah, klar, Jonglierung und so, ja. Ja, hier sind wir genau am Ausgang. Ja, wir machen am Ausgang. Mhm. Ja. Gut. Dann machen wir. Hä? Ja. Ah, du musst hier, hier da darüber. Gut. Guck, hier steht's auch schon. Hier. Hier steht das auch noch einmal. Hä? Champions mitregen. Hier irgendwo raus. So. Das klingt ziemlich. So, ihr Lieben, soll es ja schon gewesen sein. Ne? In der großen Uferlagerung Kalk. Mit den riesen Hallen. Für weiter spannende Abenteuer folgt mir gerne auf meinen Kanal. Und lasst mal ein Like da. Bis bald. Die Kaputten.